Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Es ist jetzt eine Weile her, dass ich das letzte Mal Horizon Zero Dawn gespielt habe. Aloy hat sich auch gut ausgeruht. Wir sind uns aber alle zwei einig, dass es ein bisschen kompliziert sein werden kann, um wieder einzusteigen. Ist aber nicht so schlimm. Also, ich habe mir zwar kurz mal in die letzte Folge reingespinkt und wir wollten ja hier den Donnerkiefer machen, genauso wie hier unten den guten Sturmvogel, wie der heißt. Und ja, wir werden mal versuchen, einfach mal dorthin zu laufen, weil meine Energie noch nicht so richtig voll ist. Und wir sollten das gleich mal ein bisschen entspannter angehen. Ne? So, wir müssen noch ein bisschen was hier sammeln, ein bisschen machen, ein bisschen tun. Und ja, einfach mal wieder ein bisschen diese Landschaft hier genießen, die sehr, 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 sehr schön ist. Immer noch. Sie wird einfach nicht langweilig. Also ich muss sagen, das Spiel, das ist so rund, das ist schön. Das ist wirklich schön. Macht Bock. Guck mal, wie viel Reihenholz wir noch haben. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was überhaupt all unsere Sachen sagen. Wir haben 1000, über 1000 Stück. Ja, okay, das kann man ja machen. Ich glaube, die da, den brauche ich sowieso noch. Und das Wildschwein, das nehmen wir uns dann gleich. So, irgendwas hat mich wieder anvisiert. Ist mal gerade mal aber egal. Ignoriere ich mal. Die hier brauche ich definitiv. Das ist Heilung, das ist gut. Das da kann ich nicht nehmen. Reinholz will ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Ich brauche hauptsächlich noch ein bisschen Heilung, ne? Weil ich weiß halt nicht, wie sie so krass so ein Donnerkiefer da reinhaut. Ich weiß auch nicht, ja, inwiefern wir den sauber bekämpfen können. Oder... Schön geschossen, Eloy. Schön geschossen. Super. Wir werden es rausfinden, ne? Also wir machen mal schön gemütlich, steigen wir mal heute in die Folge ein. Oder in diese ganze Woche, besser gesagt. Und schau mal einfach, was draus wird, ne? So ist das halt. Manchmal muss es auch entspannter sein. Entschuldigung. Wir suchen noch ein paar Tierchen, ne? Also die brauchen wir auch nicht nur, dass wir hier Medizin sammeln, wir brauchen noch ein paar andere Sachen. Aber ich weiß gar nicht, hatte ich mir überhaupt diesen guten Bogen mittlerweile gekauft oder hatte ich den immer noch nicht? War das der hier? Du hast die Schleuder. Ich weiß nicht mehr, was ich mir kaufen wollte von dem Kristallgeflecht. Ich weiß aber auch gerade nicht mehr, ob ich das Ding noch habe. Rohstoffe oder ob ich schon ausgegeben habe. Leuchtendes Geflecht. Ich glaube, ich habe es ausgegeben. Ich weiß aber nicht. Ist aber egal. Ja, ist immer so ein bisschen blöd, wenn man so alle Folgen nach und nach guckt und dann hört man mich dann plötzlich irgendwann wieder sprechen, dass ich keine Ahnung vom Spiel mehr habe. Aber so ist das halt, ne? Möchte ich auch gerne immer wieder sagen, da liegen halt ein paar Wochen immer dazwischen, je nachdem. Die brauchen wir zwar jetzt nicht, aber ich möchte sie gerne mitnehmen. So, wie sieht es mit Heiltränken und so aus? Das sieht aber... 10 habe ich davon, von den anderen habe ich 3. Bisschen wenig, aber ist okay, ne? Was haben wir denn hier? Das ist doch so ein Biomod, ne? Den ignorieren wir mal. Weil den brauchen wir gerade nicht. So, die möchte ich noch gerne haben. Dann rennst du ein bisschen zurück. Ach, da ist ein Donnerkiefer. Wir müssen tatsächlich dorthin. Okay. Dann laufen wir noch dorthin, da oben hin. Habe ich schon direkt mal verlaufen für den Anfang. Ich möchte auch gerne heute ein bisschen rumlaufen. Ne? Also höchstwahrscheinlich schon nicht so lange, aber einfach mal für den Anfang, weil ich habe da keine Lust, immer auf das Tier auf- und abzusteigen. Und dann die Ressourcen zu sammeln, das ist mal ein bisschen zu langweilig. Ne? So, also wir steigen gemütlich ein, dann wird das auch was. So. Hey Leute, geht das auch schneller? Nö, ne? Er fängt schon wieder an. Ich weiß auch nicht, wie wir den bekämpfen sollen und was wir genau mit dem machen sollen, aber wir werden es rausfinden. Aber ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, weil das ist schon ein Riesenvieh, ne? Guckt er den mal an. Wir scannen ihn jetzt gleich mal. Er ist ja noch auf Distanz, da kommt er sowieso nicht zu uns. Ich kann ihn nicht mal scannen. Blümchen habe ich auf jeden Fall. Okay. Oh, das gefällt mir irgendwie nicht so richtig, da jetzt hinzugehen, ne? Weil der so riesig ist. Und vor allem, das wird auch der erste Fight, den wir... Wir setzen seitdem mal einen Speicherpunkt. So machen wir das. Habe ich alles soweit aufgefüllt. Immer, hier kannst du noch ein paar machen. Die würde ich gerne benutzen. Hier musst du noch nachtanken. Wir analysieren ihn gleich mal, ne? Gucken wir mal, was der so kann und was nicht. Augenblick kriegen wir ja locker hin, ne? Kämpfen oder weglaufen. Wir kämpfen. Eloy kämpft. Ja, du kannst aber... Ich kann gerade sagen, der verteidigt sich ja gar nicht. Hopp, 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 hopp. Ja, ja, vergiss es. Boom. Was hast du mal davon?
Eloy wird ja jetzt auch immer stärker, ne? Oh! Hör mal. Läuft dann falsch bei dir. In der Luft nehme ich dich auseinander. In der Luft. Hast du keine Chance mehr. Ich hab doch irgendwie diesen krassen Ausweichdings, ne? Oder? Ne, das ist doch der ganz normale. Naja, ist egal. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ist nicht schlimm. Wir werden das später rausfinden. So, hier haben wir Blümchen. Die da nehmen wir noch mit. Weil ich will hier auch keine weiteren Gegner haben, bis auf den Kerlchen. Da komm, heil dich mal. Oh ja. Vor allem das Areal ist auch noch so groß offen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Ich sollte mal in die Höhe gehen. Überbrücken kann ich den hundertprozentig nicht. Okay. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Ja, ist egal, ey, Leute. Wir haben gerade ein anderes Problem. So. Haben wir den mal gescannt und jetzt gucken wir uns mal an, was der so kann. Schwäche keine. Stärke Schock. Okay, das ist schon mal geil. Schwäche Feuer. Hier für die Lohnbehälter. Die sind aber gefüllt innen drin. Mhm. Wo bist du? Datennexus? Irgendwie blinkt das nicht auf. Schwäche alle. Okay. Okay. Scheibenwerfer. Oh, geil. Sowas will ich haben. Die sollten wir abschießen. Ja. Schwäche Abriss. Okay. Eisbehälter, die sind unten drunter. Das heißt, die anderen sind höchstwahrscheinlich drauf. Dann hätten wir hier einmal Schwäche Eis und Abriss. Ich kann mir das alles nicht merken. Das ist viel zu viel. Hier Schwäche Schock. Hinten hat der Schock Energiezellen. Die sind mit Schock. Aber das ist bei den anderen auch so, ne? Das heißt, Eisbehälter hat Eis. Schwäche Abriss. Okay, ich glaube, ich schmeiß dem erstmal alles. Und ein Radar hat er auch noch. Kanonen. Vorne hat er auch noch Kanonen. Oh, und den Schweif. Okay. Boah, der haut dann aber so richtig rein, ne? Jetzt müssen wir uns mal eine gute Stelle suchen, wo wir den bekämpfen können. Ich glaube, da oben. Da oben wären wir besser dran. Er ist aber so groß und schwerfällig. Der ist echt sauer. Den ignorieren wir gerade mal kurz. Und hier gehen wir mal hoch. So. Komm. Mal hier rüber. Wir gucken uns dann mal von hier oben an, ne? Guck mal. Er ist sowieso, alles ist ein bisschen egal. Aber die mit diesen Waffen. Ich glaube, wir können damit spielen. Also ich glaube, wenn man hier oben angreifen, dann das wäre eine gute Position. Das wäre eine gute Position. Aber hier mit denen, ne? Die Frage ist. Die wäre mal weg. Aber. Guck mal hier. Versteck dich. Wir lassen uns ein bisschen Zeit, ne? Er guckt schon hier hin. Ja, habe ich irgendwas getroffen? Ja. Oh, der ist aber richtig böse, ne? No risk, no fun, ne? Deswegen, ja, der zieht sich zurück, ne? Treffe ich den dann von hier noch? Nein, treffe ich nicht mehr. Der ist zu weit weg. Okay, das heißt, er will, dass ich in den Nahkampf komme, ne? Ob das so eine gute Idee ist. Wie nah muss ich denn ran, bis du zu mir kommst? Ich will nicht in den Nahkampf. Ja, ich stehe noch hier, keine Angst. Hat der nicht irgendwas fallen gelassen? Doch da. Okay, ist egal, komm. Wir gehen jetzt mal ran. Tak, 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 tak. Und wir rutschen da rein. So sind wir wenigstens mal versteckt. Gleich hab ich ja Glück, gleich hab ich ja Glück. Ich bin sicher. Nee, ich hab kein Glück. Ja, nimm die, nimm die. Ja, geil. Das läuft. Schieß vorne die Kanonen ab, die Kanonen ab. Keine Munition. Okay, Pfeil. Der hat auf. Schieß ihm erstmal ins Gesicht. Dass wir die Kanonen da wegkriegen, weil das kann nur Blödsinn sein. Ja. Ojo, was ist das denn? Was ist das denn? Hör mal. Wo ist er? Da ist er. Er hat noch eine, ne?
Schön erstmal die Kanonen wegschießen. Ich finde mal ein bisschen Schaden für mich. Boah, hat der leid, ne? Aber so läuft das. Okay, und da oben haben wir auch noch irgendwas. Das muss unbedingt weg, dieser Sonada oder was auch immer. Ne, das hat nicht geklappt. Ja, es ist halt so schwerfällig, ne? Das sollte hilfreich sein. Ja, es sollte wirklich hilfreich sein. Ich hätte gerne noch die zweite Waffe von ihm. Oh. Aber ich halte mich gut. Ich will mal sagen, ich halte mich gut. So, da. Super. Schieß ab, schieß ab. Ja, geil. Du solltest aber ein bisschen aufpassen, wo du bist. Was machst du? Uhu. Okay, hier liegt die Waffe, hier liegt die Waffe. Scheiße, ey. Ich komm nicht ran. So, jetzt aber. Oh yes. Oh yes, das haut rein. Junge, kriegst mal hier. Alles, was geht, ne? Keine Munition mehr. Okay, jetzt. Hat nur erst das halbe Leben. Ist es weg. Oh, meine Güte. Die Leute rennen, 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 rennen. Wir müssen den auf jeden Fall auf Distanz halten. Komm, ran, 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 ran. Wir gehen immer wieder nach oben. Da sind wir ja ein bisschen safe vor ihm. Ich habe eine Schiss vor den Laserstrahlen, die er da hat. Was können wir da noch? Die konnten wir noch abschießen, okay. Jetzt müssen wir aber so langsam. Oh yes, der saß aber. Das ist ein bisschen unfair, ne? Aber. Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Also einfach nur ihn so zu bekämpfen, finde ich jetzt ein bisschen lame. Wo ist er? Wo ist er, der Kollege? Da. Ich muss noch gucken, dass ich irgendwie an die Lohnbehälter da rankomme. Ja, die haben wir schon abgeschossen. Und die unterste, da komme ich auch nicht ran, ne? Wir sollten an das Herz ran. Ja, wir sollten an das Herz ran. Oh, 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 oh. Da ist das Herz. Es liegt frei. Können wir die Seite auch nicht frei liegen? Ja, das ist Taktik, die funktioniert dafür. Da hat er noch so einen Behälter, auf den will ich auch noch gerne abschießen. Ja, komm. Die da sind heftig, ne? Die sind viel zu krass. Ja, die da will ich. Ich will den anderen Behälter da noch abschießen. Aber guck hier, da sieht das Herz rein. Bam, 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 bam. Oh ja, 166 Schaden. Okay, das haut aber rein. Okay, da sollte ich vielleicht mich da ein bisschen drauf konzentrieren und auch dann schön gemütlich. Guck mal, jetzt gibt es 300, 400 Schaden, ey. Ich glaube, das findet er nicht so geil, ne? Nee, nee. Aber zum Glück habe ich ihn hier so in der Falle. Weil der würde mich richtig auseinandernehmen, glaube ich. Aber das ist halt so. Ich mache mir halt die Umgebung zu meinem Nutzen, ne? Ja, da trifft es mich nicht. Okay, warte. Lad mal richtig nach. Dann wieder schön in die Erdmuschel rein, ne? Komm, bam. Ein Verteidiger war noch gut immer so auf der Seite halt. Also hier hinten dran zu stehen, das ist eine gute... Jetzt ist er hier oben. Er ist gleich tot. Er ist gleich tot. Ja, jetzt haben wir es. Oh, ich dachte, er würde das nicht hinkriegen. Scheinen wir doch. Keine Munition, keine Munition, keine Munition. Bisschen weiter zurück. Ah, Herz, 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 Herz. Okay, wir haben ihn. Oh, holy shit. Holy shit, ist das ein heftiges Teil, ey. Oh, okay, er war jetzt nicht der beste Kampf, aber ist aber auch der erste, den wir jetzt gelegt haben, ne? Jetzt kommt ihr. Bisschen spät, Leute, ne? Das seid ihr Gegner. Oh ja, der droppt aber richtig heftig. Plus 40 Eisspule, 43 Abrissspule, 13 Tarnungsgewebe. Okay, geil. So, Donnerkieferherz, das behalten wir auf jeden Fall.
Donnerkiefer-Trophäe. Sehr cool. Was liegt denn hier noch rum? Ein Stein? Echo-Hülse. Sehr schön. Okay. Ist ja ein bisschen Heilung. Also es ging tatsächlich, ne? Aber gut, ich hatte mich aber auch gut positioniert, glaube ich. Das ist das, was mich hier so gerettet hat. Aber heißt nicht, dass mit dem zweiten genauso gut läuft, ne? So, wir bräuchten ein bisschen Energie. Wo müssten wir denn jetzt hin? Ach, guck mal, das ist noch ein Blümchen. Die will ich mal direkt noch grabben, bevor ich sie wieder vergessen habe. Aber ja. Oh, das ist ein Hase. Yep, den haben wir. Eloy muss wieder die Wildnis ein bisschen ausdünnen, ne? Ist ja klar. Sehr schön, Eloy. Sehr schön. Machst das gut. Und hier habe ich irgendwo noch was gesehen, ne? Ah, die braucht er jetzt nicht, aber... Lieber dabei haben, ne? Wie sie nachher zu vermissen. So sieht's aus. Okay, pass auf. Kann mal irgendwas in der Herstellung bei den Taschen noch machen? Das hier sieht nicht so toll aus. So, was fehlt uns denn nochmal? Hier. Kaninchenhaut. Kaninchenhaut. Waschbär. Jo, was ich aber gar nicht genutzt habe, sind beispielsweise die hier, ne? Ja, Klebebomben. Ich glaube, das ist geil. Das ist, glaube ich, richtig, richtig geil. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hier, bam. Machst du die noch wieder hoch und hier füllst du auch noch den Rest auf. Ja, die Mats geht schnell, schnell drauf, muss man wirklich sagen. Aber ist nicht so schlimm. So, pass auf. Jetzt sind wir hier. Kann ich dann hier noch irgendwas gerade machen, was mir irgendwie zusagt? Wir wollten das Gebiet hier auch noch machen, ne? Das sollten wir nicht vergessen. Aber ich möchte gern erstmal hier hinspringen, für diesen Sturmvogel da zu machen. Aber warum ist der hier mittendrin? Vor allem ist es ein Pusche-Areal. Das ist ja die Quest, die wir nicht schaffen zurzeit. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt schaffe, diesen Sturmvogel. Aber wir springen mal hin, da gucken wir mal. Ne? Wir scannen den mal, oder ich glaube, ich habe den ja schon. Dann gucken wir mal, wie wir den irgendwie, ja, in den Griff bekommen, den Kerlchen. Es könnte interessant werden. Es könnte wirklich sehr interessant werden. Naja, wir lassen uns überraschen, ne, würde ich sagen. So, das Gebiet haben wir ja auf jeden Fall schon mal. Da musst du hin. Wo fliegt er denn rum? Aber ich brauche Heilblüten, nicht die hier. Und da ist mal noch eine, das ist gut. Ach, da fliegt er rum. Okay, wir sollten ihn aber direkt mal analysieren hier. Also, wir haben ihn ja schon mal gescannt. Was wir gegen den machen können, ne? Sturmvogel. Schwäche keine. Das sind so die High-End-Dinge. Okay, die seitlichen Lohenbehälter ist Feuer. Aber Lohenbehälter ist immer mit Feuer, ne? Antrieb schwächert Abriss. Da sollten wir gucken, dass wir den auf jeden Fall direkt mal wegkriegen. Mhm. Den Abtauch-Nahangriff. Okay. Sehr krass. Eisbehälter. Aus diesem Behälter kann Kultur erbeutet werden. Ein Treffer auf diesem Behälter mit einem Eispfeil löst eine Explosion aus, die alle in diesem Bereich einfriert. Das heißt auch er hoffentlich. Ist aber auf dem Rücken schwierig, ne? Ah, okay, guck mal hier. Blitzgewehr. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert Schockfernangriffe. Das sollten wir relativ zügig. Er ist auf der Brust. Das ist gut. Das sollten wir zügig wegkriegen, ne? Und die Antriebdinger, die sollten wir auch wegkriegen. Ich glaube, das sind seine krassesten Schwäche. Also seine krassen Attacke, ne? Ja, so machen wir das. Das heißt, Feuer für die Lohen und den Rest ist alles Abriss. Vogel, lass mich noch in Ruhe. Wenigstens noch ein paar Sekunden. Ich kann ihn mal festbinden, das finde ich ja schon mal gut. Aber er scheint noch kein Interesse an mir zu haben. Das wird sich aber schlagartig ändern, wenn ich ihn angreife, ne? Ne, da will ich jetzt nicht ran. Die will ich gar nicht aufscheuchen. In dem Wasser. Okay, hier können wir was machen, ne? Hier ist die offene Fläche. Hier können wir was machen. Hier noch eine Blüte. Und da sollte man bei der Herstellung noch gucken, ob ich noch irgendwelche medizinische Tränke herstellen kann. Das Fleisch. Ich muss noch mehr jagen im Endeffekt. Das ist das größte Problem. Ne? Ich muss mehr jagen noch. Pass auf, er macht ja Eis- oder Schockangriffe. Das weiß ich gerade nicht mehr. Mal gucken.
Ja, ich muss mir hier ein bisschen Zeit lassen. Stärke ist Schock. Okay, das heißt, er macht Elektroangriffe. Da soll ich mir hier auf jeden Fall Elektro reinballern. Das wäre gut. Und dann direkt mal auf die Heiltränke wechseln. Da, dass ich die mal da habe. Und dann würde ich sagen, da ziehen wir den Kerl schon mal vom Himmel, ne? Wenn das so einfach ist. Ne, ist es nicht. Ist es natürlich nicht. Eieiei. Wenn ich ihn überhaupt so treffen werde. Moment, wir lassen ein bisschen Zeit, ne? Jetzt kommt er wieder rüber. Wird jedenfalls mal schön den Hals abgedonnert. Die direkt die Brustkappe, ne? So, und dann direkt mal gucken, dass wir den irgendwie gefesselt kriegen. So, der wird 100.000 Dinger brauchen, ne? Komm runter. Komm runter. Super. Haben wir ihn? Noch rein. Komm, fall jetzt um. Okay. So, und dann Abriss auf der Brust, ne? Schön mit den guten Pfeilen. Es ist nicht stark genug. Super. Den macht er schon mal nicht mehr. Und direkt wieder dran. Dass wir den direkt wieder runterkriegen, ne? Bis das Ganze nur Stress macht. Boah, was der braucht, ne? Keine Munition, war ja so klar, dass das direkt versagt. So. Jetzt läuft. Noch rein. Super. Und jetzt mit volle Kanne auf die... Ah, pass auf. Hier mit. Die Antriebe. Wo sind die Antriebe? Ich sehe sie gar nicht. Komm, einfach draufballern. Irgendwie lässt es schon wegschallern. Ah, sind sie. Na, das sind sie. Ja, genau. Super. Und dann noch die andere Seite. Und dann war hier noch Feuer, ne? Oder war das Eis auf dem? Halt du mal schön wieder hier auf dem Boden. Wir haben noch drei Antriebsflügel auf der anderen Seite. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen auf die andere Seite bewegen. So, komm runter. Ja, ist halt, der hat so nie Chance, ne? Komm. Da. Da. Das ist, oh, das war vorbei geschossen. Du musst ihn halten. Du musst nach dem Boden halten. Ja, super. Jetzt hat er nur noch eine, ne? Super. Da. Auf. Und dann wieder befestigen, ne? Zack. Zack. Ja, ja. So ist das im Leben. Kein Ponyhof hier, ne? Ich bin ein Vogel, aber ich kann nicht auf dem Boden halten. Okay, der hier scheint aber trotzdem ein bisschen angenehmer zu sein wie der andere. Ich möchte aber gerne noch mal was gucken, weil ich es schon nicht mehr weiß. So, wir sind zwar gut im Fight drin, würde ich mal behaupten. Die vorne. Ah, die Schwäche ist Eis. Ich habe aber nichts mit Eis, ne? Lohebehälter, die haben wir hinten. Dann sollten wir die noch mal mit Feuer bekämpfen, ne? Guck mal, hier, da sind sie. Da sind die guten Lohe. So, und dann ist noch Abschieß gehen. Wenn der einmal wegfliegen kann, da kriegen wir richtig Problem, ne? Was ist Wasser raus? Boah, was der wegsteckt, ne? Ah, hinter den Flügeln, ich muss dran! In die Lohe! Ich werde mal wieder befestigen. Boom, boah, was der leidet, der Arme. Irgendwie tut er mir leid, auf der anderen Seite denkst du mir... Das ist das Leben, ne? Oh, er ist um. Schnell wieder. Keine Munition mehr. Okay, was war das denn, Angriff? Oh, der ballert aber richtig mal Ressourcen so weg, ne? Er ist zu weit im Wasser, das ist das Problem. So, ist egal. Ah, ne. Kann den ja tatsächlich auch nochmal angreifen, ne? Also ich frage mich nur, was will er noch großartig machen? Seine Hauptattacken, die er weg. Ich will den Behälter da treffen. Ich weiß, ich muss ihn mit Eis bekämpfen. Oh ja, der hat noch Krallen. Oh, krass, wo bist du denn drauf? Das ist ein Käfer. So, jetzt müssen wir wenigstens mal wieder am Land. Das finde ich schon mal ganz mal so schlecht. Also ein bisschen. Hoppala. Machen wir mal, kriegen wir hin. Pass auf, ich lade da mal ein bisschen mehr auf und dann hoffe ich mal, dass er sich ein bisschen aufkappelt. Ah,
ich krieg einfach diese Teile nicht geschossen, ne? Super, jetzt ist er weg. Jetzt noch ein bisschen was auf die Brust. Ja. Kriegt er gut Damage, ja. Jetzt den Kopf noch. Wir haben ihn. Oder? Noch nicht. Nein, noch nicht ganz. Oh. Ja, der darf sich nicht bewegen. Das ist halt das Ding. Wir müssen ihn unter Kontrolle behalten mit den Seilen. Oh, wie viel der auch immer braucht. Ne? So haben wir ihn. Ja, das war's. Ne, noch einen fehlt noch. So, und dann hinten den Schweif dann, ne? Keine Munition mehr. Boah, der verballert mir aber wirklich alles durch, ne? Ich hätte gern, dass der das abbricht. Geh nicht. Da sind noch irgendwo die Behälter gewesen, ne? Ah, ja, da sind sie. Jetzt habe ich sie. Oi, 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 oi. Ja, ein bisschen ein paar Seile machen. Ja, die sind halt schweineteuer. Aber ich glaube, wenn wir hier das anders machen bei dem, dann kriegen wir ein richtiges Problem. Also wenn ich den nicht immer also wegkommen lasse, ne? Das können wir nicht machen. So. Keine Munition, was erzählst du denn da? Schön da auf die Brust. Ja, wir haben den. Heftig. Heftig, heftig. Boah, also das geht aber in die Ressourcen. Also den will ich jetzt nicht 100-mal machen, ne? Natürlich die Spule, die er droppt, ne? Das ist halt mega geil. Und ein Kristall geflasht haben wir nochmal. Yeah, und Trophäe halten. Super geil. Wirklich mega geil. Heftig, guck mal, der hat den Baum hier sogar zerstückelt. Heftig, heftig, heftig. Und wir sind jetzt aber 900 Dinger. Ich guck mal, hier im Wasser noch alles aufzuheben. Eloy, du sollst einfach... Aber die muss man richtig zerlegen, die Teile, ne? Heftig, 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 heftig. Aber geiler Start in die Woche, muss ich sagen. Ja, passt doch. Hätte mal die zwei krassen Gegner da gemacht. Und das alles nur für die Jägerloge, ne? Ey, Leute, du hast irgendwie deine Mission vergessen, ne? Aber ist okay, ist okay. So, super. Und hier hinten liegt noch ein Teil. Hätte auch mal irgendwas droppen können, so eine Waffe. Aber die Attacke noch mit den Krallen, ne? Hätte man sich denken können, ein Vogel, ne? Ja, ein Greifvogel. Aber gut. Man immer nur eine. War gut, hier mal drei. Ich war froh, dass weiter keine weiteren Gegner dazu kamen. Das war schon mal gut. Meine Trophäe. Hast du gut gemacht, Eloy. Okay. So, wo muss man die denn jetzt zurückbringen? Zu Aziz müssen wir wieder. Das heißt, wir müssen einmal springen. Das würde ich gerne heute noch abschließen. Einmal hier zu Aziz. Dann würde ich sagen, wir springen dahin aufs Lagerfeuer. Heftig. Heftiger Kampf. Der Donnerkiefer, den haben wir gut ausgetrickst, weil der so schwerfällig ist und wir dem ziemlich zügig die Waffen abgeschossen haben. Weil ich glaube, der kann auch richtig anders, ne? Also, das war eine gute Taktik. Und der Sturmvogel haben wir ja so ähnlich gemacht. Ich glaube, wenn der auch seine Angriffe machen kann, dann ist das vorbei. Aber wir haben ja den Seilwerfer gehabt und konnten damit dauernd ihn am Boden halten. Und ich glaube, das war der Game Changer, weil sonst hätte er auseinandergerupft wie eine 1. Wahnsinn. So, finde ich den Weg wieder für rein, oder? Hier geht's rein, ne? Nicht da. Ich laufe einfach hier außen rum. So. Dann kriegen wir das hin. Ich finde irgendwie nie hier den Weg hier rein. Aber ist okay. Kann man so machen. Muss ich dahin, dann hier hin und dann hinten durch, ne? Wieder, genau. Und da geht's hoch in die Kajüte hier, ne? Genau. Da gehen wir mal gucken, was Aziz dazu sagt. Der Menschenhasser da. Also, obwohl, er hat was gegen... Wo ist Talana? Talana ist nicht da. So. Aziz ist auch nicht da. Vielleicht weiß Ligan, wo sie sind. Wer ist denn Ligan? Ah, das ist doch der, der vorne an der Tür steht, ne? Ach, da. Hast du Trophäen? Ich bewahre sie auf, bis der Sonnenhabicht kommt. Wo sind Aziz und Talana? Rotschlund wurde gesichtet und Aziz wollte ihn. Talana hörte es kurze Zeit später und folgte ihm. Sie gingen allein? Aziz ging ohne seine Drossel. Talana ebenso. Aber ich sah, dass ein paar Fremde ihr folgten.
Ich traue Assis einiges zu, wenn es darum geht, Rotschlund zu erlegen. Wohin sind sie gegangen? Ich muss helfen, wenn ich kann. Jo. Vielleicht hast du recht. Sie gingen nach Südosten, in Richtung der Speerschäfte. Beeil dich lieber. Okay. Heftig krass. Okay, können wir machen. Das heißt, die haben Rotschlund gefunden und den jagen die. Und Aziz, der wird wieder so eine linke Nummer abziehen. Das würde mich auch gar nicht wundern, ne? Okay, Leute, dann würde ich sagen, hier beenden wir. Das nächste Mal rennen wir dann zu Rotschlund hier runter. Oh, natürlich voll ins Pirscher. Moment. Findet Talana. Ja, das wollen wir ja machen. Okay, dann machen wir das. Dann gucken wir, wie die Quest weitergeht. Aber wir sind jetzt dabei, Rotschlund zu finden. Und die sollten wir auch dann so langsam auch erledigen, ne? Also, wir wollen ja Herrscher der Loge werden. Ob das dann geht, glaube ich nicht, weil wir sind ja nur eine Drossel, aber ist egal. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Also, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.